Ich heiße herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Wir haben beim letzten Mal die Cell Games abgeschlossen und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergehen wird, denn ich habe mich so ein bisschen umgeguckt gehabt, gerade bei den PQs, und bisher habe ich nicht wirklich viele weitere freigeschalten. Also ich habe vielleicht so 4 oder 5, was zumindest zum Beispiel im Vergleich zu der Freezer-Saga ein bisschen ungewohnt ist. Bei Freezer hat man wirklich einen guten Batzen bekommen und hier nur so eine Handvoll. Wir gehen hin. Wir werden einfach über zu den nächsten Story-Sachen gehen. Man könnte zwar bei Buu reingucken, aber ich denke, mittlerweile werde ich auch das uns ersparen, denn ich gehe einfach davon aus, jedes Mal, wenn man diesen Balken voll füttert, kriegt man einen neuen Buu und der macht dann halt eine andere Sache. Der erste, den wir bekommen haben, kann uns irgendwelche, wie heißen die, spaßigen Sachen, Super Souls geben, genau. Und ich gehe davon aus, dass wir dann unterschiedliche weitere Sachen bekommen können. Ansonsten, ja, Gokus Jacket in Lower Parts bekommen. Keine Ahnung, warum das alles so bezeichnet worden ist. Aber die sollen ja alle ungefähr den gleichen Namen haben. Nicht wirklich gutes Equipment. Aber Stamina wird lustig erhöht. Das ist doch mal gar nicht mal so uninteressant. Okay, gucken wir mal, was passiert. Oh, great. Niemand ist hier. Wo man natürlich dann wieder hinterfragen muss, warum ist niemand hier? Selbst da hinten ist niemand. Hier ist so überhaupt niemand. Wir wissen, die beiden Roboternasen sind für High Level. Okidoki, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem anderen Story-Event hin. Ich dachte jetzt nicht, dass wir da wirklich nochmal hin müssten. Aber, wenn das Spiel das so will, dann los geht's. Was hast du denn jetzt für uns noch? Welcome! Right, into the time rift you go. Don't take too long now. Also, das muss ich jetzt machen? Achso, also, natürlich dumm, dass man das Tutorial beim letzten Mal gemacht hat. Und jetzt erneut machen muss. Vermutlich ohne dann die Tutorial-Hilfen. Merkwürdig. Okay, wir kehren jetzt zurück zu diesem Tutorial. Und jetzt sieht es wirklich danach aus, als müsste man alles selber machen. On Expert Mission Boss, Character will use a taxi down, see an ordinary quest. We start with... Wir haben das doch gehabt. Warum muss ich das denn jetzt nochmal machen? Okay, jetzt habe ich das Tutorial erneut gemacht. Was jetzt? Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Muss ich jetzt ganz bewusst ein anderes Time Rift ansteuern? Okay, der Witz ist also wirklich, dass man jetzt die zweite Mission machen muss. Okay, guck mal, was jetzt passiert. On expert missions, boss character will use attacks we won't see in ordinary quests. Yes, this time we're going go over scatter attacks. Scatter attacks are techniques used by the foe that cannot be avoided. What? While they don't deal any damage, they have a high chance of blasting the target to another dimension. The enemy will always be waiting for you when you're blasted to another dimension. You will need to defeat the foe before moving on. Oh boy. Das klingt schon leicht nervig. Aber wenn man nicht vergessen darf, das Ganze geht weiterhin auf Zeit. Once the dimension you have been sent to is free of enemies, a gate will open. Go through the gate to get back to battle. Ich freue mich schon, da gibt es bestimmt irgendwo einen Kampf. Oh, du wurdest in eine andere Dimension gebracht. Besieg mal bitte 30 Metal Coolers. Toll.
You've returned safely to where the boss was, but have you noticed the two crystals emanating an evil aura? The enemy has the same aura. The crystals are radiating some strange power that is increasing your foe's power level. If you don't hurry and destroy the crystals, you'll be in real trouble! Yay, damit haben wir einen weiteren wieder zurückgerufen. Hooray! Okay, also das sind wirklich Raid-Bosse, die irgendwelche Raid-Mechaniken haben, die zum Teil sehr nervig wirken. Now that the crystals have all been smashed, your enemy's power level has plummeted. Now's your chance to finish it. Das war natürlich lächerlich. Nice job! That concludes the lesson on dealing with scatter attacks. Keep it up. The good work. Hooray! Incredible. Absolutely incredible. So, sind wir jetzt fertig oder müssen wir noch 700 weitere von denen machen, die ganz klar für Multiplayer gedacht sind? Welcome back, I knew you could do it. The two rifts in time have weakened considerably. What do you mean there's no change? Of course they're quite weaker, trust me, I would know. After you've weakened these rifts in time, all that left is for me to seal them shut. Of course, after they have been weakened, it's not like they can cause any more damage, so I'm in no hurry, it's such a hassle too. Feel free to go and take them on as many times as you'd like. It's a good training for you too. Anytime you see another rift in time open up, go and take care of it, just like you did these. So, können wir jetzt endlich mit der Story weitermachen? Das, was so halbwegs interessant ist? Oh no, da hinten ist ein weiterer. Ich will einfach mal allgemein wissen, was da in der Theorie passiert. A Sword of the Great Ape, kommt mir bekannt vor. Und man könnte die Murder Grenade freischalten. Und Capsules cannot be used on this quest. Meine Idee ist nicht falsch, aber gerade nach dem zweiten Tutorial, wo man dann irgendwie konstant eventuell in irgendwelche anderen Dimensionen geworfen werden kann, wo dann Gegner auf einen warten, während die Zeit abläuft und andere Leute vermutlich gerade vielleicht nicht in irgendwelche anderen Dimensionen geworfen werden und darauf angewiesen sind, das Ganze zu überleben, während der Gegner tausend von Damage anrichten kann, vielleicht unangenehm. Hooray! Und jetzt können wir auch endlich weiterspielen. Hi. The Supreme Kai of Time has an important announcement to make and has us that we all gather together. I wonder what it could be. Maybe there has been another big change in history. We better get moving. Do you want to come with? No. Supreme Kai of Time, what's going on? Listen carefully. Toki-Toki has laid the egg we've been waiting for! Wait, you're kidding. An egg? Yeah, an egg from Toki-Toki! This is a cause for celebration! Supreme Kai of Time, is this the emergency you were talking about? Yeah, we have to throw a big party! I see. I figured there was some big change in history. You just don't get it! You don't get it at all! Do you know what this means? This is incredibly happy news for our world! For every world ever! Is that so? Oh, I guess I must have neglected to tell you about them. Toki-Toki holds power over time, right? The eggs he lays contain all the time for a universe. When one of those magnificent eggs hatches, it marks the dawn of a whole new timeline. Wow, that's one heck of an egg, isn't it? So? We have a party to prepare. I'll cook up something wonderful.
Hold on a minute. Could we have the party later, maybe? Huh? But I have a new apron and everything. And I'm sure it looks great on you, but I'm not that hungry and... Oh. Well, in that case... Phew. Okay, I guess we'll wait until we can get everyone together. After all, that partner of yours isn't back yet anyway. Yeah. I hope everything's okay. You can always make a phone call every once in a while. Right. Huh? Look! Another change in history! Excellent work. We've gathered quite a lot of energy. Turles, Slug, and Cooler, they're all doing their parts. They brought back a great deal of damage energy, much more than I expected. Thanks to it, I feel far stronger. So why is it that I suddenly feel anxious? What is that strange, immeasurable power? Why do they possess it, but I do not? This one is the same. Incredible. He's far stronger than when we first captured him. And... is he even stronger than when Toa augmented his power? Yes, indeed he is. But this one doesn't frighten me. Not like the other ones. What is that power? Mira, the time has come. We will put the plan into action. You must be growing restless, right? Oho, wir springen tatsächlich in die Majin Buu. Sag gleich, out of my way, life or death, a battle. Wir reduce Majin Buu's health, a certain amount of Vol Vegeta und Coco da zu sehen sind. Mal. It's the legendary Super Saiyan, Broly! Driven mad by his hatred for Goku, bringing him into this will wreak havoc on the course of history! Do what you have to, just make sure he doesn't enter the fight between Goku and my dad! Yikes. You let yourself be used by someone just because you wanted more power? I wanted to return to my true self! I wanted to forget everything. Majin Buu's energy is completely off the charts. He's coming this way. No time for the two of us to be fighting. Fine, I can wait. You'd be too distracted by Majin Buu to give me a real fight anyway. Vegeta, you're right. We can do it if we fight Majin Buu together. Oh boy. Even you are vulnerable when you're not being careful. I release Majin Buu, so I'll deal with him. After that, we'll have our fight. Oh, great. Okay, damit kann ich sogar halbwegs leben. Not going to hell alone. You're coming with me. You, listen. I'll take care of Majin Buu.
You take care of that stupid monster over there! Trying to. Just call me a monster. You'll suffer for that. You can't let him jump into his dad's fight and watch it move. Do anything you can. Great. Broly's out of the picture. That should put history back on track. Ich glaube, wir müssen aushelfen. Ja, also ich habe mittlerweile schon feststellen dürfen, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad sind die zum Teil so bösartig drauf, dass man so vielen Sachen nicht mehr so einfach ausweichen kann. Sonst eine Sache, die man feststellen darf hier mit Gokus Klamotten. Die rauben einem wirklich überraschend viel an Ki. What is this? He's not just strong. He's immortal. This is a joke. Damn it! You, whoever you are, you've allowed me to fight Kaido without reservation. For that, I owe you my thanks. Go on! Now go! Get out of here as fast as you can! Move! Oh-ho. You call that drawing? Focus, focus! Dad! Trunks, take care. Have your mother for me. Huh? I haven't hugged you even once since you were a baby. Let's embrace. Come on, Dad. You're embarrassing me. Take care, my son. Take those two as far away as you can. Hurry. I'm counting on you, Piccolo. I know how to be rid of you now. For good. Huh? This is the first time he's ever fought for something other than himself. His kid is on me. I'll keep you from coming back this time by blowing you to dust. Farewell, Bulma, Trunks, even you, Kakarot. Great work. You did very well today. Father. That wasn't an easy piece of history to revisit for you. But there is no time to stew over the past. History is still quite a bit off kilter at the moment. Hey! What do you want? Come on, grow a heart already. You need to take it easy on Trunks. This has been very hard on him. No. I'm fine, really. Thank you, though. I'm proud to be my father's son. Seeing that won't get me down. Anyway, thanks for your hard work. Go get some rest, then talk to me when you're ready. Also ich würde sagen, wir machen gleich weiter, solange es ist. Okay, wir dürfen. Wird uns also nicht verwehrt. Okay, lassen wir eine Sache ganz schnell noch machen, denn ich habe... Ja, ich habe definitiv noch so ein paar Skillpunkte, die ich vergeben darf. Und... Ich denke, wir sollten hier definitiv so ein bisschen weiter arbeiten. Lustig ist meines Erachtens, dass diese Strike-Supers, die wir aktuell haben, sogar halbwegs so in Ordnung gehen. Also da würde ich jetzt aktuell gar nicht mal allzu viel machen. Aber ich denke, wir müssen gucken, dass wir hier vielleicht so ein bisschen das weiter voranbringen.
It seems that another scroll with a change in history has been found. They just don't stop, do they? Are you going to another time patrol? Yes, please. Take a look at this scroll. This change in history is far worse than what we've seen so far. Majin Buu was dangerous enough as he was before, but he's gotten much stronger now. Plus, you'll have to watch out for Mira. I'll be off tracking Mira from another angle. You stay focused on Majin Buu. Oh wow, wir gehen schon über zu Super Buu. Defeat Super Buu or fight until a certain amount of time passes. Oh great, it's Gotenks. Gotenks can't win this on his own. Stranger, listen up. Uh-oh. I've got a bit of a job for you. He's growing stronger. The three of them are barely a match for him. Ja, man muss mittlerweile wirklich aufpassen, denn die können ziemlich stark zuschlagen, ziemlich starke Attacken ausführen. Und vor allem, wie viele Angriffe der blocken kann. Schön. So, wir wurden von Piccolo mit irgendwas beauftragt, aber ich glaube nicht, dass er das wirklich jetzt hier so offengelegt hat, was er wollte. So, dann würde ich mal sagen, nutzen wir was Neues, und zwar 20-fachen Kaiokan! Oh, great. What should we do, Trunks? I don't know. I think we need that weirdo to protect us. And then they're just gonna go on flying in to rescue you. You can bet it will be all powered up. And those troopers, he'll certainly be able to destroy Boo with the power that I've given him. So just try to stick it out of his pocket, okay? Ah, boy, ich stamm mir das alle. Ach, goddammit, Piccolo. Na, man merkt wirklich, dass die mittlerweile richtig gerne diese Behind-Attacks angreifen. Einsetzen. You've got a talent for this. Don't forget how that felt. Machen wir jetzt hier schon wieder einen extremsten Sprung? Eigentlich ja, denn normalerweise würde man ja erst... Interessant, man würde mit Gotenks gar nicht außerhalb kämpfen. Man würde vom Raum von Zeit und Geist kämpfen gegen den. Dann würde er da ausbrechen, man müsste versuchen hinterher. Und dann würde Gohan erst auftauchen. So glad. Nee. Are you really Gohan? Don't tell me. You come to fight. No, I've come to kill you. Ah, yes. You can't win. You will pay. You will pay for everything you did to me. I'm going to destroy you right now. No, I've seen this before, but that move, what a scary customer. Oh, nicht schon wieder du. What? Roman, still alive? He really is a monster, isn't he? Even Gohan will have a hard time if he has to fight him and Boo at the same time. You'll find a good way here, Gohan. I need to save him for you. He's stronger than ever. You have to make
hasse diese Attacken, die einen unterbrechen können, wie lustig ist. Ja, bei der Attacke bist du gut ausgewichen mit dem Sidestep. Also da muss ich vermutlich ein paar Sachen anpassen. Ich bin irgendwie gewohnt, das lieber auf der anderen Taste zu haben. Keine Ahnung wieso. Oh great, ein Just Guard. Ein zweiten Angriff. Also da ist zum Beispiel auch etwas. Oh, Gohan ist so gut wie besiegt. Great. Das wird dann lustig, wenn der gleich umkippt. Ja. Ja, jetzt muss ich mich nicht um zwei von denen kümmern. Okay, sehr gut. Wait a minute. You call that trying? Focus, focus! Okay, ein Charakter, mit dem ich auch bisher nie wirklich was zu tun hatte, Janemba. Oh, hey, cool. So it seems that the only way out of this hell is through you. If you're looking for a fight, you've got one. I hope you're ready, creature. Listen Wait, what? Up. Don't blame me if you get hurt because you got too close. Ich habe versucht, ihn so anzugreifen. Mit einem Behind-the-Back-Attack. Oh, fein, Flash abbekommen. Nice. Fällt nicht mehr um. That's it. Good. Keep concentrating on your training. Looks like he finally had enough. I should thank you. Okay, wir werden jetzt einfach wieder rausgeworfen und dürfen beim nächsten Mal mit Elkai auch weitermachen. Logischerweise Trunks ja vermutlich unterwegs ist. Okay, interessant zu sehen, dass wir Broly noch nicht besiegt haben, aber Janemba gleich im ersten Kampf sich verabschieden durfte. Na gut. Ich verabschiede mich ebenfalls. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.